Hallo und herzlich willkommen zum Viertelfinale unseres großen Gravitrax-Turnieres. Heute fangen wir an mit Video 4 und in den nächsten paar Tagen kommt dann Video 5. Das werden unsere beiden Viertelfinal-Videos. Ich zeige euch hier einmal die Tabelle, damit ihr auch wisst, wovon wir überhaupt reden. So, haben wir es ja einmal eingeblendet. Heute spielen die Gruppe A und die Gruppe B. Ich markiere sie hier mal ganz kurz, damit ihr einen Überblick habt. Wir haben es vor 2 Tagen, glaube ich, ausgelost. Die grüne Kugel beginnt diesmal. In dem Fall, ich mache es mal ein Beispiel von Gruppe A. Trax Trail, Magic Marble, Leon Lommchen und Lenny Penny. Oh, ich merke gerade, die Gruppe wird richtig wehtun. Das sind alles so richtig, richtig treue Zuschauer hier. Mal gucken, wer weiterkommt, ne? Aber ihr kennt das ganze Spiel. Wir fahren insgesamt 5 Runden, weil die Rennstrecke so lang geworden ist. Ihr seid bestimmt auch schon gespannt, wie sie aussieht. Deswegen wechseln wir jetzt hier einmal rüber und dann fangen wir an mit Rennen Nummer 6. Als erstes Trax Trail, dann in der blauen Kugel Magic Marble, Leon Lommchen rot und Lenny Penny mit der silbernen Kugel. Die besten beiden kommen wieder weiter und kommen dann ins Halbfinale natürlich. Los geht's. So, dann haben wir da oben den Lift. Wir gehen auch beim ersten Rennen mal kurz hier durch, was wir dann alles gebaut haben. Wir haben hier so eine schöne, große Fläche für euch. Achso, ich muss natürlich hier einmal die Reihenfolge und die Runde einblenden für euch. Haben wir hier eine schöne, lange Spitze. Dann oben geht es dann in diesen Trichter hinein. Da wird es ein paar schöne Kämpfe geben. Und dann geht es wieder in den Lift. Und dann haben wir auf der rechten Seite, ihr werdet das jetzt gleich im Laufe des Rennens ja einmal sehen, wo die Kugeln da überall gegeneinander kämpfen können, also jede Menge Überholmöglichkeiten. Und ich werde euch immer am Ende der Runde dann immer das neue Ergebnis einblenden. So, dann schauen wir mal, wie es hier läuft. Trax Trail, weil jetzt kurz vorne wird hier aber komplett nach hinten verdrängt. Boah. Also das war schon mal ein richtig geiles Battle. Ich zeige euch natürlich hier wieder diese Highlights. Und dann aktualisiere ich euch hier einmal die Runden und wir schauen uns das nochmal an. Ihr könnt es da schön sehen, komplett alles weggerammt, damit wir auch immer schön die Zeit da im Lift ausgenutzt haben. Dann gehen wir in Runde 2. Leon Lommchen ist hier vorne, dann dicht gefolgt von Lenny Penny, Trax Trail dritter und Magic Marble hier auf der 4. Position. Kann jetzt hier aber die schnelle Linie fahren, kommt dadurch auch wieder näher ran, aber bleibt ein bisschen, ja nicht zu lange im Trichter hängen und geht dann in den Lift. Ich musste mich ein bisschen entscheiden, blende ich euch jetzt hier auch immer den aktuellen Stand ein von der Reihenfolge, hätte aber nicht auf mein kleines Streamdeck gepasst und damit das für euch hier schön flüssig läuft, habe ich mich dafür entschieden, immer am Ende der Runde das noch einzublenden. Hier haben wir wieder die Wippe. Oh, die rote Kugel blieb hängen. Wird jetzt aber von der blauen, also Magic Marble, wieder mitgerissen. Ist dadurch vorne auf den 2. Platz. Dann einmal Dankeschön hier an Magic Marble, dass er Leon Lommchen mitgenommen hat. Trax Trail ist jetzt in der Pole Position. Und dann gehen wir in die Runde 3. Runden sind hier ja wirklich sehr lang. Da oben gibt es auch verschiedene Wege, die die Kugeln nehmen können. Hier entweder durch diese kleinen Mini-Trichter, die flach sind, oder eben direkt über die Ebene und fallen dann einfach nach unten. Da ist noch ein kleiner Leck drin. Dort oben auch wieder schöne Zweikämpfe. Und dann ab in den Trichter. Und dann haben wir jetzt ungefähr die Hälfte geschafft vom Rennen. Und dann gucken wir mal. Um weiter zu gehen, dort rechts sehen wir dann auch 4 verschiedene Spuren. Davon sind 2 schnell und 2 langsam. Die ersten beiden haben dort die langsame Schiene. Das konnte man hier schön sehen, wie Magic Marble rangezogen ist. Sich hier durchsetzen konnte und danach in dieser Wippe. Da wird natürlich nochmal richtig schön alles durchgeschüttelt. Jetzt ist aber Trax Trail wirklich ein weit hinten dran, ja, also jetzt gehen wir hier in die Runde Nummer 4, da muss Trax Trail schon gucken, dass er die nächsten 2 Runden das noch ein bisschen aufholt, Leon Lommchen jetzt hier mit einem kleinen Vorsprung vor Magic Marble, kommt da auch ganz gut durch, aber auch Lenny Penny ist da richtig gut durchgekommen, jetzt ein bisschen aufschließen können auf Magic Marble, hat jetzt hier auch eine schöne schnelle Linie, kann dort rankommen, aber die beiden da vorne unterstützen sich, wenn es darum geht, durch diesen Trichter durchzukommen. Habe ich auch schon festgestellt. Wenn da 2 drin sind, kommen die meisten schneller durch, als wenn eine einzelne durch den Trichter durchgeht, weil die pendelt dann ewig aus. Wenn die 2 drin sind, dann bremsen die sich und dann fallen sie beide schneller durch. Also da nicht so weit zurückfallen. Klar haben wir die schnellen Schienen, aber manchmal reicht es auch nicht aus. Hier wieder dieses Gewippe und Trax Trail kommt ran, zieht sogar an Lenny Penny vor der letzten Runde vorbei. Das blende ich euch auf jeden Fall nochmal hier als Highlight ein. Ja, sieht man schön, wie er sich dort vorbeidrängt. Jetzt da unten in dem Lift, passt mal auf, zack und vorbei an Lenny Penny und dann geht's oben in die letzte Runde. Die besten beiden kommen weiter und hier Leon Lommchen bleibt ganz dicht an Magic Marble dran. Die anderen beiden hinten dran müssen sich echt beeilen, dass sie hier noch überhaupt eine Chance haben weiterzukommen. Dann in den Trichter rein, da lässt Leon Lommchen und Magic Marble nichts anbrennen und Trax Trail pendelt wieder lange aus. Und das kurz vor Ende hier in der letzten Runde. Jetzt geht's nochmal den Lift nach oben und dann haben wir unsere Entscheidung. Wer wird hier
das Rennen gewinnen, beziehungsweise Zweiter, was ja vollkommen ausreicht. Oh, Lenny Penny drückt sich hier rein, geht ganz schnell in den Trichter, bleibt da hängen, kommt aber als Zweites dort durch. Jetzt ist die Frage, wer gewinnt? Magic Marble gewinnt das Rennen, Lenny Penny wird Zweiter, Leon Lomchen Dritter und Traxtrail wird Vierter. Und dann gehen wir hier einmal zu dieser Tabelle rüber und ich trage euch das ein. Also Glückwunsch an Magic Marble hier für den ersten Platz, Lenny Penny Zweiter, Leon Lomchen Dritter und Traxtrail auf der 4. Und dann seht ihr hier das nächste Halbfinale, das nächste Viertelfinale, was ansteht. Gruppe B, da ist Holti, die Murmelcrew, Guardian of Gravitax und der Paul sind dort drin. Ich muss euch hier einmal dort oben die Reihenfolge mal ausblenden und dann gehen wir rein in das nächste Rennen, das zweite Viertelfinale. Let's go. Ich blende euch wieder hier runter und einmal die Reihenfolge ein. Gleiches Spiel wie gerade eben. Und los geht's. Oh, hier konnte die Murmelcrew richtig dicht an Holti ranfahren. Zieht da easy vorbei, weil sie natürlich die schnellere Linie dann haben müssen. Jetzt muss Holti sogar da hinten kämpfen und gucken, dass sie nicht noch mehr Plätze verlieren. Und dann gehen wir zum ersten Mal in diesen Lift hier rein. Also kein guter Start für Holti. Muss da ein bisschen gucken, nicht zu weit zurückzufallen. Dann kommt man dann in den Clinch mit den hinteren beiden Kugeln. Aber Magic, die Murmelkugel, kann sich hier schön absetzen. Jetzt gibt es diese kleine Wippe, da ist immer alles durcheinander. Und dann gucken wir mal, wer hier als erstes in den Lift kommt. Also die Murmelkugel kann vorne bleiben, wo es zwischendurch mal kurz nicht gut aussah. Und ich blende euch die Runde 2 an. Guardian of Gravitax Zweiter, Holti Dritter, Paul weiterhin Vierter, konnte keinen Platz gut machen. Vielleicht wird es in der nächsten Runde besser. Und hier kann Holt hier richtig schön ranfahren an Guardian of Gravitax. Muss man mal schauen. Da hat die äußere Linie, kann die rote Kugel sehr gut nehmen. Und jetzt alle gleichzeitig dort im Lift und Paul bleibt wieder hängen. Nach wie vor Letzter. Was ist los, Paul? Na? Hier mal vielleicht kurz vor Ende noch die beiden Kugeln überholen oder lieber schon früher. Mal gespannt. Und dann gehen wir hier auf diese Schienen und zu dieser Wippe. Da schiebt sich Holti richtig schön vorbei und die Murmelcrew wird da mal komplett nach hinten verdrängt. Guardian of Gravitax ist jetzt erster, Holti zweiter, Murmelcrew können wir jetzt hier in der Wiederholung nochmal schön sehen. Wird hier jetzt gleich ein bisschen verdrängt von Paul, einmal zur Seite geschoben und dann hilft Paul, aber wird dann wieder überholt. Also obwohl er ihn weggeschubst hat, wird er kurz danach eingeholt und hin und her. Und dann gehen wir jetzt in die dritte Runde. Guardian of Gravitax hat hier einen guten Vorsprung, kommt auch gut in diesen Trichter rein, Murmelcrew pendelt ein bisschen aus, aber da hat sich, glaube ich, gar nichts verändert von den Abständen, die beiden haben, beziehungsweise vier haben. Und dann geht's hoch in den Lift. War ein bisschen schade, dass die Kugeln hier immer hinten dran sind. Ich finde es mal ganz schön, wenn man sehen kann, wie sie nach oben fahren. Aber es ließ sich nicht anders bauen, aber ich finde, die Strecke ist echt gut gelungen. Bin auch mal gespannt hier auf die nächste. Wieder so ein großes Durcheinander. Dann gucken wir mal, die Guardian of Gravitax jetzt hier auf dem ersten Platz. Murmelcrew zweiter, Paul jetzt auf dem dritten. Und Holti wurde tatsächlich durchgereicht, ist jetzt auf dem letzten Platz. Kann sich aber ja noch ändern. Schauen wir mal, Guardian of Gravitax hier mit einem richtig guten Vorsprung. Fast da 3-4 Kurven Vorsprung, müssen wir mal gucken. Aber die Murmelkugel holt dort auf, kommt jetzt fast in den Kampf da in dem Trichter. Aber da war die Guardian of Gravitax schon durch. Und Paul ist wieder letzter, pendelt wieder lange aus, geht jetzt in den Trichter rein. Und hat noch, in welcher Richtung, wir sind hier in Runde Nummer 4, kurz vergessen einzublenden. Also noch anderthalb Runden jetzt hier in das Pendel. Da hat es natürlich den Vorteil, wenn man so weit vorne ist wie Guardian of Gravitax, dann kommt man gar nicht in diese Bredouille, dass man nach vorne fährt und dann weggedrängt wird. Also hier mit dem souveränen ersten Platz im Moment, da ändert sich gar nichts an der Reihenfolge zur vorigen Runde. Also nach wie vor Guardian of Gravitax erster, Murmelcrew zweiter, Paul dritter, Holti vierter und dann gehen wir jetzt in die letzte Runde hinein. Und dann entscheidet sich wieder, die ersten beiden Kugeln kommen weiter. Und das nächste Video, was ich mache, da haben wir wieder zwei Viertelfinals. Und dann wissen wir, welche 8 Kugeln insgesamt dort im Halbfinale stehen. Da wird es dann auch eine längere Rundenzahl geben. Und jetzt sind wir mal gespannt. Hier das letzte Mal in den Lift rein. Wer kann gewinnen? Schafft es Paul vielleicht sogar noch unter die besten beiden? Vielleicht sogar Holti? Verliert vorne jemand noch? Kurz vorm Ziel, da sind wir gespannt, jetzt hier bei dieser Wippe, da kommt es drauf an, nicht verdrängt zu werden. Oh, das macht Holti super, ist jetzt da im Clinch, zieht gut vorbei. Wir schauen uns das Ganze gleich nochmal angucken, aber vorne jetzt, wer hier ins Ziel reinfährt. Holti fährt ganz nach vorne, gewinnt damit das Rennen. Guardian of Gravitax, die das ganze Rennen richtig souverän unterwegs werden, werden noch Zweiter, also trotzdem weitergekommen. Paul bleibt Dritter, Murmelcrew wird durchgereicht auf den vierten Platz. Ich trage euch das Ganze jetzt hier
noch so ein, wie sie ins Ziel gefahren sind. Und dann bin ich mal echt gespannt, was da, wenn das so weitergeht, hier bei dem zweiten Viertelfinale rauskommen wird. Also richtig spannendes Duell. Und wie gesagt, ich werde das nächste Video jetzt direkt gleich im Anschluss aufnehmen. Dann können wir es in 3 Tagen dann auch hochladen. Habt ihr da ein Rennen nach dem anderen? Ihr kennt das ganze Spiel. Wenn ihr nichts verpassen wollt, einmal den Subscribe-Button drücken, Like da lassen und die Glocke, falls ihr eine direkte Nachricht bekommen wollt, sobald das Video hochgeladen wird. Dann sage ich danke, freue mich aufs nächste Video mit euch. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.